Oh ja. Herzlich willkommen, UlaOLP Akito, bei meinem neuen Projekt Let's Play Singularity. Wir haben Dark Messiah ist ja eingefroren jetzt. Das heißt nicht, dass da überhaupt nichts mehr kommt. Ich bin dran am Arbeiten, dass ich es hinbekomme, dass das funktioniert. Aber ja, ich tue mein Bestes. So, ich habe das schon zweimal gezockt. Einmal, weil ich gucken wollte, wie es so ist. War, dann habe ich schon ein bisschen gespielt, ja, und einmal habe ich es dann nochmal gemacht, um zu gucken, wie es ist mit dem Aufladen. Aufnehmen. Kuhfladen. Ente. Einmal auf normal und einmal auf einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt am Rangen sind, aber natürlich zocke ich auf normal. Einfach, normal, einfacher. Auf normal. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihr System nicht aus. Film gucken! Psst. 1945. Die Sowjetunion baut weiterhin ihren militärischen und politischen Einfluss aus. Sowjetrussland hat eine Schlüsselposition inne und bestimmt die Zukunft der Welt. Aber die Vereinigten Staaten kennen das Geheimnis der Atomkraft. Mr. Truman erklärt, dass wir die atomare Kontrolle haben müssen. Die Flaggen der Freiheit wehen in aller Welt. Diese Überlegenheit soll jedoch von kurzer Dauer sein, da Stalin an einem eigenen Plan arbeitet. Bei der Suche nach Uran auf einer kleinen Insel an der Südostküste der Sowjetunion entdecken russische Ingenieure E-99, eine mächtige und beispiellose Energiequelle. Stalin sieht eine Gelegenheit zur Weltherrschaft darin und genehmigt unbegrenzte Forschungsmittel, um die Kapazitäten der Substanz zu erforschen. Der Projektleiter Viktor Barisow errichtet eine Inselforschungsstation, Katorga 12. Für seine bahnbrechenden Forschungen erhält er den Lenin-Orden. Als Nikita Chruschtschow Stalins Nachfolger wird, beschleunigt er das Programm und drängt Barisow mit Tests zu beginnen. Aber E-99 ist nicht nur eine unvorstellbare Energiequelle, es ist unglaublich flüchtig. Es sind keine Überlebenden des Desasters bekannt. Moskau begrub die Anlage und radierte sie effektiv von den Karten aus. 2010 fällt das Bild eines US-Spionagesatelliten über dem Gebiet wegen hoher Radioaktivität aus. Aus Angst vor einem zweiten Tschernobyl und vor Moskaus Verschwiegenheit befiehlt das Pentagon eine Aufklärungsmission über Katorga 12. Verlassen, aber ihr wisst ja, was man über die Militäraufklärung sagt. Also haltet die Augen auf. Team Sparta, Geschwindigkeit und Flugrichtung beibehalten. Verstanden, Titan 1. Siehst du das? Hab ich gesehen. Sparta 2-1, Sparta 2-1. Wir registrieren eine Strahlungsspitze auf Ihrem Vektor. Oh, Scheiße! Das ist ein EMP! Schon sagen, also ich finde das Game Singularity sieht halt schon nice aus, auch vom Wasser her. Das ist halt nicht die Oberburner-Grafik, aber das Game ist schon so ein Ding für sich. Kann schon sagen.
Ja, definitiv. Und Stimulationspäckchen. Sie erhalten etwas Gesundheit, wenn Sie ein Stimulationspäckchen aufnehmen. Stimulisiert mich. Speedway, Alter. Eben die Freundesliste aus. Muss ja niemanden interessieren, wen was spielt, ne? Ja, also, wir sind jetzt das Sport-Spartan-Team. So, hier rumfummeln. Hallo, Test. Willkommen auf Katorga 12. Alle Neuankömmlinge müssen sich bei der Registrierungsstelle melden. Alle bereits Registrierten Hallo. Können durch das Nordtor passieren. Hallo. Hier ist keiner. So, Notizen. Also das ist jetzt, sage ich mal, die einzigste, die ich vorlesen werde. Und dann werde ich bei den nächsten weiteren Notizen, werde ich dann, denke ich mal, euch 5 Sekunden Zeit lassen zu pausieren. Und wenn es halt euch stört, schreibt es in die Kommentare und dann lese ich die auch vor. Ich bin ja jetzt nicht so ein Unmensch. Also, der Tod von Dr. Demichev. Im Feuer hatte weitaus schlimmere Konsequenzen als angenommen. Wir hatten gehofft, Dr. Barisov würde die Genehmigung bekommen, mit unseren Forschungen fortzufahren. Aber wir haben eben erfahren, dass Moskau unsere Arbeit für zu gefährlich hält. Jede weitere Forschung an E99 wird eingestellt. Und alle Mitarbeiter werden von der Insel gebracht. Katorga 12 wird komplett stillgelegt. Und unsere Arbeit ist verloren. Dan, dan, dan! Nein, Spaß. Gepäck. Kann ich nicht nehmen? Okay, volle Gesundheit, Mimimi. Piss den, so ein Sam. Kann man ja nicht mitnehmen. Also. Hier ist Devlin 4-1, wir sind getroffen, verdammt! Wiederhole, sind getroffen! Hier Titan 1, wie ist Ihr Status, Captain? Ausgeschaltet. Der Heli ist unten und wir sind verstreut. Ich weiß noch nicht, wie viele Verluste. Over. Der Satellit hat Sie etwa 30 Klicks südlich eines Funkturms. Schaffen Sie Ihr Team dorthin, Captain. Wir holen Sie da raus. Verstanden, Sir. Team Sparta, wenn ihr mich hört. Frequenz wechseln auf Tech 3. Wir sehen uns am Treffpunkt. Drücken Sie H, um Erste-Hilfe-Päckchen einzusetzen, die Sie unterwegs finden. Später können Sie anfangen. Yeah, nice. Treffen Sie sich mit Devlin. Devlin, das ist so ein komischer Name. Katorga 12, Development Community of Science, Industry and Technological Studies, Zuckerblätter. Was? Ja, mein Russisch ist perfekt, also. Kann man nicht meckern. Ne? Kollegen. Na du? Hast du Hunger? Mann, bist du fett, ey. Ich würde mal ein bisschen mehr Sport machen. Ist ja schlimm, solche Leute. Kapier. So, erste Folge. Ich chill mir noch einen ab. Passt ja. Wenn Leute vom Boot eintreffen, haben sie zweifellos jede Menge Fragen. Aber sie müssen ihnen erklären, dass es keine Zeit zu verlieren gilt. Gehen Sie die Liste der vorbereiteten Fragen schnell und ohne zu zögern durch. Sobald Sie das Formular komplett ausgefüllt haben, bringen Sie den Neuankömmling auf die nächste Station. Es sind immer äußerst viele Personen zu bearbeiten. Und je schneller sie arbeiten, umso schneller sind alle mit ihrer Arbeit fertig. Mehr Money, mehr Arbeit, mehr Kohle. Das hier ist wie so ein Atomanschlag, muss man schon sagen. Ja, E99, meine Güte. Hallo? E99 ist ein kostbares Element, das man nur auf Katorga 12 findet. Hier wird es in einer Tiefe von über einem Kilometer abgebaut. Peng, peng, du peng, peng. Was für ein Radioaufnahme, Audio. Der Zustrom neuer Wissenschaftler und Techniker nach Katorga 12 ist auf nahezu null zurückgegangen. Katorga 12. Folge könnte Dr. Barisov der neue Leiter von Katorga 12 werden. Katorga 12. Aber ich bezweifle, dass Moskau viel Vertrauen in ihn hat. Moskau. Dr. Demichev nur nicht im Feuer Demichev. Entschuldigung.
So, wen haben wir denn da? Na? Stein, Kopf. Joseph Stalin. Stalinsgrad. Der von Heisman. Doppelping. Episch. Ist hier was zu entdecken? Nein. Ja, die erste Folge wird jetzt hier erstmal so die entspannte Entdeckungs, denke ich mal. Und wir fangen an mit der Karte. Das Dorf. Sie sehen hier. Zum Dorfbereich gehören die zivilen Docks, an denen das Personal auf Katorga 12 ankommt. Es ist die Heimat vieler Bewohner der Insel und es gibt eine Schule, die das Beste an russischer Ausbildung bietet. Cool. An den Industriedocks werden die Vorräte vom Festland angeliefert. Jeden Tag werden hunderte von Tonnen Ausrüstung und Material abgeladen. Nach Bauabschluss wird der Turm der Sitz des Barisov-Reaktors. Dieses wirkungsvolle Gerät wird eine Singularität generieren, einen Ereignishorizont, der die Sowjetunion unbegrenzter und dazu sauberer und sicherer Energie versorgen wird. So, Hobar Eppa weiß jeder, sind Verarbeitungsanlagen. In der Verarbeitungsanlage wird das E99-Erz gereinigt und angereichert. Die Sicherheitsstufe ist sehr hoch, um die Bevölkerung vor möglicher Radioaktivität zu schützen. So, BKR Hamela sind Bahnlinien. Über die Bahnlinie werden große Mengen an Vorräten und Forschungsmaterial über die Insel bewegt. Sie dient auch als Haupttransportmittel für rohes E99R. Hobar Eppa, wieder Forschungslabor. Was in den Forschungslaboren werden die wissenschaftlichen Untersuchungen zum Potenzial von E99 durchgeführt. Zu den Versuchsfeldern gehören Waffenentwicklung, Ernteregeneration, medizinische Forschung sowie Chronologieuntersuchungen. Cool. So, dann würde ich sagen, setzen wir uns mal hier aufs Stühlchen. So. Passt. Aber ich denke mal, bevor wir jetzt hier weitergehen, mache ich hier so, so schön episch, so. Mit dem Thumbnail, was los? Hier würde ich sagen, beende ich den Part für die erste Folge von Singularity. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter und schreibt, wenn es geht, in die Kommentare, was ich vielleicht besser machen könnte. Kann ich ja nicht wissen und so. Naja, auf jeden Fall
tschüss, bis zur nächsten Folge.